Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Wir sind im Spiel gegen den HSV, das ist ja das Spiel des Monats. Link, hey, das ist ja toll. Egal, wir sind im Spiel gegen den Hamburger SV, gegen den 10. Wir spielen zu Hause, sind ja Tabellenführer. Toller, freundlicher, weil nett. Keine Ahnung, aber das ist schön, dass wir Tabellenführer sind. So, HSV spielt in einem 4-2-3-1 System, das scheint mittlerweile ein sehr beliebtes System zu sein. Die Aufstellung, schon wieder irgendeiner halbwegs fit von den Leuten? Nein, na gut, ausgeruht sind sie anscheinend, die Jungs. Gut, ist ja auch klar. So, ich werde wahrscheinlich... Ja, nee, ich lasse das mal so, die Aufstellung, die passt. Bei uns Donkey Kong Cell, Phoenix Wright, Ganondorf, Mega Man, Super Mario, Luigi, Shanks, Walker, Link und Miles Edgeworth. Beim HSV haben wir im Tor René Adler, davor Dennis Diekmeyer, Heiko Westermann, Monsien, Dennis Aogo, Petr Jiracek, Mario Badel oder Badei und ich weiß nicht, ob der Mario heißt sogar. Jacopo Sala, Marcel Janssen, Raphael van der Vaart, der Holländer und Jungmin Son, der momentan in der richtigen Bundesliga abgeht wie Schmitz Katze. So, Bundesliga, Hyrule Arena, 6. November 2012, Anstoß ist 15.30 Uhr, der Schiedsrichter ist mal ein anderer, nämlich Daniel Soengas Bello, der Bello ist das ein Hund. Verletzt beim HSV haben wir Rincon und Skjelbred, die letzten Ergebnisse 1-1 gegen Hamburg, 1-1 gegen Augsburg und keine Ahnung gegen wen noch. Egal, ne, weil jetzt haben wir jetzt mal dieses dämliche Spielchen, ich mag es nicht. Lupft man einfach mal den Ball und der geht's rein, yay, guter Schuss. Edgeworth, der jetzt schon eine lange Torflaute hat, fällt mir eigentlich so ein. Und der Pass war mal richtig scheiße, den konnte Edgeworth gar nicht annehmen. So, egal, fangen wir mit dem Spiel an. Bundesliga, der FC Hyrule. Der Tabellenführer momentan spielt zu Hause gegen den Hamburger SV. Der natürlich auch an die internationalen Plätze anschließen will. Und na gut, die Aufstellung kennen wir ja. Ich sagen, fangen wir an, Anstoß hat der HSV und los geht's. Also versucht viel zu stören in Person von Link und Edgeworth. Hoher Ball, versuchen sich anzunähern. Edgeworth, guter Ball auf Link, wenn der rankommt. Der kommt aber nicht ran. Ball ein bisschen zu weit. Edgeworth versucht hier den Ball wieder zu erobern. Das macht aber dann Mario für ihn, aber keine Balleroberung, sondern nur gestört. Ganondorf versucht. Oh, Marcel Janssen. Mario kommt. Versucht zu stören und Ganondorf macht es jetzt endlich. Mario. Hier der gute Pass auf Shanks. Die rechte Seite vorbei an Monsien vielleicht, nee, aber Monsien stört, aber Shanks bleibt bei uns, der sitzt bei dir. Wird dann angeschossen, Ball im Aus, Einwurf für Hamburg. Aogo, nicht gut abgefangen von Shanks, Mann, ich komme nicht an den Ball. Vorbei an Xell, Janssen jetzt, Phoenix Wright steht aber noch dazwischen. Aber der Pass auf Son kommt an und das macht dann Ganondorf. Dann ist der Ball bei Shanks und dann geht es wieder in, Richtung Hamburger Tor. Link, und das ist ein Foulspiel an Link, das gibt jetzt schon die gelbe Karte für Heiko Westermann. Mario auf Luigi, auf Edgeworth, der mal aus der Distanz und der geht vorbei. Ja, dann war die erste Annäherung ans Tor von René Adler, der ja wieder ganz gut reinkommt, der auch wieder in der Nationalmannschaft gespielt hat, gegen Frankreich im Tor gestanden. Hat ein Gegentor kassiert, dann 2-1 Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Aber dass er wieder richtig gut dabei ist, Link, Luigi. Luigi trifft! Gibt's ja nicht! 13. Minute. Luigi macht das 1-0 für den Hamburger. Ja, die Freude mit mir hat, ne? Aber schöner Pass hier, wenn man das nochmal anschaut. Schöner Pass von Link auf Luigi und der, na, dann Arthur, keine Chance. 1-0 in der 13. Minute, dann hier ein frühes Tor, dann hätte man trifft noch nicht nur Link. Da geht die Balleroberung von Mario. Gut auf die rechte Seite gespielt, Link, der ist da einigermaßen frei auf der Seite. Langt das Ding nochmal, aber da kommt dann keiner ran. Mario mal mit nach vorne gegangen, aber da kommt die Flanke nicht an. Versuchen sie hier Jacopo Sala zu stören.
Ball landet nur bei René Adler. Und jetzt der HSV immer noch im Ballbesitz. Wieder mit Chateau Bosala. Juracek, der glaube ich von Wolfsburg gekommen ist, der Tscheche, wenn ich mich jetzt nicht ganz erinnere. Gähnendorf. Westermann, der vorbelastet ist. Vielleicht deshalb auch das Gegentor, dass man nicht entscheidend zum Ball gehen kann, aber das weiß ich, das sehen Sie bitte mal anschauen. Wenigstens ist auch aufgepasst. Ballbesitz immer noch Bardey. Dann sind wir noch für den HSV. Jiracek. Und jetzt ist Alex Seller, der sich den Ball, der gut reingekommen ist, der sich stark verbessert hat. Der jetzt den Gegenangriff einleitet und der nicht gestört wird, der überhaupt nicht gestört wird. Flanke, Edgeworth. Ah, Flanke geblockt in der Kopfballabwehr. Edgeworth kommt nicht direkt hin. Luigi, der Torschütze. Link, aber dann nur Fehlpässe, viel zu viele Fehlpässe. Das habe ich schon im letzten Spiel gegen Gladbach schon angemerkt, dass das viel zu viele Fehlpässe sind in diesem Spiel. Jiracek. Jetzt wieder bei uns jetzt Hyrule Walker über die linke Seite. Und Fehlpass und der nächste Fehlpass. Viel zu viele Fehlpässe, wenn sie oft in die Offensiv bewegen. Defensiv ist das nicht so schlimm, aber oft verringen die nicht so häufig. Aber offensiv, das bringt dann immer wieder den HSV in gute Kontersituationen. Und das könnte irgendwann ziemlich schlecht werden. Walker legt dann gut auf Edgeworth. Der versucht auf links zu legen, das war wieder ein Fehlpass. Van der Fahrt, vielleicht den Ball gegen Felix Reitz. Die Rechtsseite gespielt, Shanks, das war mal ein guter Pass und dann der Ball auf Mario. Vielleicht jetzt mal die Flanke. Die kommt, aber da kommt dann keiner ran. Jetzt mal Luigi geblockt. Luigi, der offensiv heute richtig viel vorhat, wie es aussieht. Gute Strafraumszenen vom jungen, vom zweiten Mal, der Ältere? Weiß ich gar nicht. Kann man nicht der Ältere? Ich weiß nicht, aber da ist Mario! Und Adler! Ich habe beide Mario Bros heute drauf, dass sie heute Tore schießen. Viel torgefährlicher als sonst die beiden Mario jetzt. Link verliert den Ball. Er ist nicht mehr nicht so stark. Gegner dann doch schon ein bisschen mehr. Vielleicht auch die vielen Spiele, die jetzt letzte Zeit waren, klingen einfach schon ein bisschen müde. Ist auch weniger Satz für ihn momentan. Ezio ist ja verletzt, das noch länger. Edgeworth. Adler! Edgeworth hat eine richtige Torflotte-Seite. Das ist ja krank. Weil das sind überhaupt nicht mehr. Fehlpass von Link. Dann gleich wieder bei uns jetzt von dem HSV mit Van der Vaart, mit Bardet. Bardet oder wie man nochmal aussprechen mag. Aber gut abgefangen von Gennendorf. Gleich in die Offensive eingeleitet mit James. Ball auf Edgeworth. Weiß Edgeworth, Mario. Raus auf die linke Seite. Walker mal einen Seitenwechsel. Walker. Link. Edgeworth geblockt. Davon abziehen sollen mit Link. Mario. Edgeworth. Oh, Mario! Und René Adler ist auf dem Posten und hält das Ding. Viele Chancen. Also ich bin klar am Drücker hier. Führung absolut in Ordnung. Felix Reich mit dem Kopf drüber. Oh, Halbzeit. FC Hamburg führt zur Halbzeit. 1:0 und legt ein Tor von Luigi in der 13. Minute. Das sehen wir hier nochmal. Eiskalt wie ein Mittelstürmer in der Situation. Und da war nochmal die Chance von Mario. Hier nochmal die Chance von Mario, die wir gerade eben hatten. Hier nochmal das Tor von Luigi. Nee, das war kein Fehler von Westermann, dass sie verletzen, weil beide Verteidiger gehen auf, oder mit nach nicht daran, dass Westermann die gelbe Karte hat, lassen wir so machen.
beide Verteidiger, Innenverteidiger gehen nur auf Link, konzentrieren sich nur auf den Ball für den Spieler, der liegt natürlich dann quer und dann steht Luigi ja ganz alleine vor Adler. Aber jetzt gibt es den Gegenangriff. Moment, jetzt gibt es erstmal nicht den Gegenangriff, sondern mein Bildschirm sackt wieder rum, wie blöd. So, aber das geht schon wieder und Gellendorf verteidigt hier gut, Felix Weiz definitiv nichts mehr anbrennen lassen, aber das war mal ein blöder Pass, was macht Felix Weiz denn da? Eben weil noch schnell die Akte für den nächsten Fall durchgegangen, oder was? Im Kopf war er sich bei der Sache. Apropos Sala, aber nächster Mega Man, guter Ball Luigi, der sehr auffällig ist, das Spiel, muss man ihm lassen. Mario, dann wieder ein Fehlpass und dann wieder der HSV-Angriff. Wenn man sich das nicht recht mit dem Fehlpass, wenn man wieder so ein Bruder kommt, wie schon gegen Dortmund, der Fehlpass von Gennendorf, der unweigerlich zum 1-1 geführt hat. Dann würde das nicht gut sein, dann war das nicht gut. Mega Man, Zeichen auf gegen Wiedmeier. Jetzt gibt es Freistoß für den HSV. Und ja, Standardsituationen. Yay, jetzt kommt wieder meine Paradedisziplin beim Verteidigen. Oh, das ist nicht so toll. Bardet, ne, gibt jetzt schon Wechsel, ja. Golko Kacar kommt für Bardet. Ausschließlich jetzt Gennendorf. Aber nicht wirklich. Jetzt Gennendorf. Ja, vor dem Angriff mit Giracek und dann gestört und dann gibt es keinen Elfmeter. Aber jetzt der Gegenangriff. Walker. Könnte eine gute Kontersituation werden. Walker. Megaman. Flanke geblockt, aber Link kommt. Oh, wird angeschossen, aber kann den Ball halt auch nicht kontrollieren dabei sowas. Aber Mario macht das nicht so gut. Doch, jetzt Edgeworth, Fehlpass. Schon wieder immer diese Fehlpässe. Dann, wenn es entscheiden wird, dann, wenn es darum geht, hier Richtung Tor zu gehen, kommt dann immer dieser Fehlpass bei raus. Shanks. Guter Ball auf Link, jetzt mal Edgeworth, Ballverlust. Link, Fehlpass, wieder ein Fehlpass. Und jetzt Diekmeier, jetzt der HSV wieder, aber ich führe immer 1-0, das sollte vielleicht nicht ganz so offensiv gehen. Ball auch über, Megaman. Luigi, riskanter Pass, geht nochmal gut die ganze Sache. Das war ein Fehlpass, aber gleich wieder die Kugel over, dann ist da Link! Pfosten! Das gibt's ja nicht! Fast das 2-0 und da war Adler schon geschlagen. Ich kann in beiden Fällen sagen, nee, da war Adler schon geschlagen. Aber dann rettet der Pfosten für den HSV. Link, Shanks, wieder ein Fehlpass. Wieder ein Bein vom HSV dazwischen und wieder nichts. Aber jetzt Edgeworth, gibt sich kämpferisch. Flankt, da ist Link und drüber, gibt Ecke. Oh, da muss man kämpfen. Oh, so, Shanks flankt das Ding rein. Gennendorf. Vielleicht wechsle ich jetzt auch mal. Ja, ich bringe nämlich Tittis für Link rein und bringe Snake für Luigi. Das dürfte erstmal passen. Jetzt Link braucht einfach mal eine Pause, habt ihr gerade gesehen. Obwohl der Pfosten fast war, vielleicht ein Pech. Edgeworth, auch erst 5 Ligatore. Mit dem hätte ich echt mehr erwartet. Der Bruder vertrifft Link, wie er will, aber trotzdem. So, jetzt werden Luigi rausgehen. Das sehen wir nochmal selber bei Luigi. Luigi geht für Snake und Link geht für Tittis. Vielleicht doch mal hier ein bisschen mehr Torgefährlichkeit ins Spiel bringen. Aber jetzt erstmal Edgeworth. Ja, verliert er den Ball. Jetzt erst mal wieder der HSV mit der Ogo. Und jetzt der weite Ball auf Jansen. 2 gegen 2 Situation. Jetzt könnte es gefährlich werden. 3 gegen 3. Ist mal neu gesammelt. Dann raus. So, Zell.
unermüdlich da auf der rechten Seite. Mario. Tedes. Guter Ball. Aber dann kommt Mario nicht dran. Jetzt mal Mario. Guter Ball. Edgeworth. Wieder Adler. Ich bin immer weiten. Oh Gott, nein. Ich spiele gegen Hamburg, nicht gegen Dortmund. Ich hoffe auch, dass das Ergebnis anders ist gegen Dortmund. Tedes. Guter Ball. Walker. Edgeworth kann man nicht querlegen. Abziehen. Ich brauche jetzt das zweite Tor. Seine Torflaute mal beenden würde. Shanks, Edgeworth, Tedes, und dann doch geblockt. So. Immer noch ein Hamburger dazwischen, das ist das Problem. Zell, den hält es auch nicht mehr hinten. Warum rennt er mit nach vorne? Ich meine, ich führe ja. Edgeworth geblockt und dann der Schuss von Tedes geblockt und wieder der HSV im Angriff. Gennendorf. Zell muss da verteidigen. Jetzt muss ich erst ein bisschen nach hinten gehen. Hamburg kommt. Versucht's und da macht Jonsson das 1:1 in der 85. Das erinnert wirklich an Dortmund jetzt. Und jetzt muss ich offensiv spielen. Vielleicht auch noch das 2:1. Ich habe das zweite einfach nicht geschossen. Tedes aber mal mit dem Sturmlauf. Aufbäumen. Tedes wird da für meine Verhältnisse wirklich gefoult. Gennendorf, Snake. Was ist das für ein Fehlpass? Nein, und was macht Tedes da? Kann ein Pass noch an, oder was war eigentlich für ein Fehlpass? Aber auch kein guter Pass. Da habe ich vergessen abzubrechen. So, Mario, nein, nicht Mario. Mario findet den Ball. Offensiv gehen, jetzt nochmal alles auf Offensive stellen. Gibt keinen Freistoß. War offenbar faul am Hamburger Spieler. Jetzt die Chance Van der Vaart. Jetzt muss ich das 2:1 noch kassieren. Bloß nicht. Zell. Phoenix Wright. Weit nach vorne gespielt. Tedes nimmt den Ball an. Für meine Verhältnisse wieder ein Foul. Und das Spiel ist aus. Wieder nur ein 1:1. Und wieder, weil ich das zweite Tor nicht nachlegen kann. Ich krieg's ums Verrecken nicht hin, hier ein zweites Tor irgendwann zu schießen. Letzten drei Spiele noch 5 Punkte. Hier, das war noch schön rausgespielt. Und dann war absolut der Wurm drin. Phoenix Wright, gut. Klasse. Spieler des Tages ist auch Phoenix. Aber das bringt ja nicht viel. Hier, man sieht noch 13 Minuten. Schön gespielt. Da Link schön auf Luigi. Und drin das Ding. Und dann kommt so ein Unvermögen vom Tor. Mario schießt nur Adler an. Schießt dann hier wieder Adler an. Das war dieselbe Szene. Link hier, der Pfosten, das ist so ärgerlich, dass das nicht drin war. Edgeworth, Flanke kommt nicht an. Hier, Edgeworth schießt auch wieder Adler an, das ist so krank, das gibt's ja nicht. Ich meine, komm, den kann man doch auch mal im Tor unterbringen. Vor allem, ich habe da gar nicht hingeschossen. Ich meine, nicht mehr alle. Und dann das Tor durch Son, und das ist mal wieder so eine Sache, da stehen dann alle rundum und keiner greift den Ball für den Spieler an. Bayern gewinnt gegen Frankfurt mit 2:0 und Schalke gewinnt gegen Bremen mit 3:0. Das heißt, Bayern wieder an mir vorbeigezogen. Fuck, das ist nicht schön. Aber das Spiel gegen Bayern kommt noch und vielleicht, nur vielleicht, kann man da ja noch was machen. Ehrlich gesagt, ich bezweifle es. Als nächstes kommt das Spiel gegen Stuttgart und dann haben wir den Tabellenführer, den FC Bayern, zu Gast. Und Link mit 11 Toren der beste Torschütze. Aber schon, vielleicht fehlt noch so eine Torgefährlichkeit von Dante, ich weiß es nicht. Der hat noch nicht gespielt. Ich würde sagen, wir sehen uns zum Spiel gegen Stuttgart. Schreibt eure Tipps wieder in die Kommentare. Bis dann!